Hallo an alle guten Menschen. Hier ist Chris Sedelmeier mit den Meldungen aus Libyen vom 16.11. aus dem Studio von World Jamahiriya. Die algerische Nachrichtenagentur Algier ISP meldet: Die nächsten 2 Tage am 16. und 17. beginnt eine Offensive der Befreiungsarmee, die konsequent und entschlossen die Städte von den Eindringlingen der NATO und den heimischen Ratten säubern soll. Es wurde auch bekannt gegeben, dass die Kämpfe des Stammes der Werjefana nur das Vorspiel zu dem eigentlichen Ereignis waren. Im Moment besteht der südliche Flügel der libyschen Befreiungsarmee überwiegend aus Patrioten der Stämme Wafala, Sirte, Sliten und Werjefana. Er umfasst etwa 23.000 Kämpfer, der westliche Flügel etwa 10.000. Sie sind angemessen bewaffnet für schwere und lange andauernde Kämpfe. Das Kommando der Befreiungsarmee betonte, dass sich hier die Truppenverbände absolut frei im Land bewegen könnten. Er merkte auch an, dass die Ratten Libyen so schnell wie möglich in alle denkbaren Richtungen verlassen würden. Die Massenmedien des Feindes Kanada verbreiteten Informationen, die die libysche Befreiungsarmee als Quelle zitierten. Innerhalb weniger Wochen verloren die Eindringlinge 37 militärische Flugzeuge, die an Operationen über dem Süden Libyens teilnahmen. Der gesamte Süden, so erklärten sie, befände sich unter der Kontrolle von Muammar al-Gaddafis Armee. Tripoli. Gestern zerstörte ein Angriff eine Gruppe der libyschen Befreiungsarmee einen Pickup-Truck mit 5 bewaffneten Ratten. Kurz darauf wurden 3 weitere Pickups mitsamt lebender Besatzung und Munition eliminiert. Gestern am 15.11. endete in einem französischen Krankenhaus das Leben der Oberratte von Misrata, Mohamed Ibrahim, Kommandeur der östlichen Front von Misrata. Er starb an Verwundungen, die von Kämpfen mit der Befreiungsarmee in Sirte herrührten. Sein Pickup wurde von einem Granatwerfer getroffen. Danach wurde dieses übergroße Insekt nach Frankreich evakuiert, wo er in totaler Schande und Ehrlosigkeit vor seinen Schöpfer getreten ist. Zawiya. Die schweren Kämpfe des Werjefana-Stammes gegen die Rattengangs dauern an. Unterstützer anderer Stämme stehen hilfreich zur Seite. Die Todeszahlen von gestern umfassten 40 Gangster. Der grüne Widerstand konfiszierte mehrere komplett munitionierte Pickups. Die libysche Befreiungsfront erklärte den Beginn der Operation Qual der Weisen von Sirte. Unmittelbar danach wurde die Ölplattform für Zawiya mit Raketen angegriffen, synchron mit dem Angriff der Werjefana Stammeskrieger. Dies diente der Zerstörung der Illusion, dass die Befreiungsarmee das Öl noch nicht erreicht habe, erklärte Algier ISP. Die russische Agentur Argomenti-RU informiert, dass das Zentrum von Tripoli voll unter der Kontrolle der Befreiungsarmee stünde. Die NATO-Gangster sahen sich offenbar gezwungen, die Versorgung mit Elektrizität und Internet zu unterbrechen und Panik zu vermeiden. Ein einziger Notfallgenerator versorgte das zentrale Krankenhaus, aber die Energie reicht nicht aus, um Operationen durchzuführen. Grüne Fahnen wehen auf den Dächern zahlreicher Städte inklusive Bani Walid. Schwere Kämpfe toben weiter und um Tripoli, Zawiya und Benghazi. Nach Auswertung vergangener Berichte waren es schlussendlich 300 Gefangene, die von den Patrioten Zawiyas und den grünen Widerstandskämpfern aus den NTC-Gefangenenlagern befreit werden konnten. Wie aus vertrauenswürdigen Quellen bekannt wurde, haben viele Söldner begonnen, aus dem Land zu fliehen. Das ist die wichtigste Meldung des Tages und das kommt nicht überraschend. Die Rattenflucht hat nicht erst gestern begonnen, sondern schon lange davor. Bereits in der ersten Novemberwoche tauchten die ersten Meldungen dieser Art auf. Diese sogenannte Revolution war keine aus eigener Kraft und Muammar al-Gaddafi hat ihnen kein Unrecht zugefügt. Das Einzige, was er wirklich getan hat, er hat sie wegen Verstößen gegen libysche Gesetze ins Gefängnis gesteckt. Und nun, verloren im eigenen Land ohne Perspektive, bis zum Adamsapfel im Blut des Volkes steckend, haben sie realisiert, dass sie nie eine reguläre militärische Kraft sein würden. Deshalb müssen sie fliehen, Säcke voller Raubgut mit sich schleppend. Und paradoxerweise sind sie umso leichtere Ziele, umso größer diese Säcke sind, die sie mit sich schleppen. Nicht nur für den grünen Widerstand, sondern erst recht für ihre eigenen Komplizen im blutigen Ganggeschäft, ihre Mitratten. Der Grund für diese Flucht wird klarer,
Wenn man berücksichtigt, dass das Kommando der Befreiungsarmee spezielle Einheiten gebildet hat, der die Wege, die der Geldfluss des TNC im Land nimmt, verfolgt. Sie attackieren dann die Geldkonvois und beschlagnahmen das Geld. Gestern verkündete eine Presseerklärung der libyschen Befreiungsfront die Beschlagnahmung von 2 Millionen Dinar. Bezahlung für die Söldner. Das geht aus mitgeführten Namenslisten hervor. Mit den Namen derjenigen, die zu bezahlen sind. Die Front erklärt auch, dass der Widerstand die Geldtransfers der sogenannten Rebellen verfolge und das muss wohl am verängstigendsten für diese Helden der Dachrinnen und Senkgruben, wie man in Russland sagt, sein. Natürlich landen diese Namen automatisch auf den Fahndungslisten, um sie in der Zukunft zur Verantwortung ziehen zu können. Für gewöhnlich fließt das beschlagnahmte Geld in einen Fonds zur Unterstützung libyscher Kriegsweisen. Es ist also keine Überraschung, dass die Ratten das sinkende Schiff verlassen. Und umso mehr, da der libysche Widerstand sich vervielfacht, was sie an ihrer eigenen Rattenhaut 24 Stunden am Tag zu spüren bekommen. Die westlichen Massenmedien sind nun mit einem schwierigen Dilemma konfrontiert. Entweder sie rufen die Ratten auf, nicht zu fliehen und bestätigen so den Sieg der Befreiungsarmee, oder sie beeinflussen das Bewusstsein der Ratten weiterhin dahingehend, dass das gemeinsame Schiff gar nicht am Sinken sei. Lassen Sie es uns Rattensyndrom nennen. Sie fliehen weiterhin und Ihre Herren verbreiten weiterhin, dass das Schiff immer noch schwimmt. Das war Chris Sedlmayr mit den Nachrichten aus Libyen für den 16.11.2011 aus dem Studio von World Jamahiriya. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.